Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Der Tag danach, wie man ihn auch einfach nennen könnte. Endlich mal wieder eine Schatzkarte hier. Das freut mich doch sehr. Ja, die Horde war anstrengend. Also ich fand die doch echt ganz schön fordernd. Ich glaube, ich habe einiges an Munition verballert, aber mit Knüppel hätte ich mich das jetzt auch nicht getraut. Schade finde ich tatsächlich. Hey, sind auch noch ein paar reingeballert. Dass ich. Oh, Honig hätten wir gefunden. Dass ich hier keine große Gehfläche habe. Dass ich jetzt einfach sagen könnte, okay, wie Run das zum Beispiel macht. Der macht ja seine Horde auch draußen. Und da habe ich auch großen Respekt vor. Weil der sie ja primär mit dem Knüppel macht. Und, oh, da kommt ich nicht hin. Und dann einfach auch die Gehfläche zu haben, um hier in Ruhe wirklich laufen zu können, um die Zombies mit dem Knüppel niederzumetzeln. Das fehlt mir hier tatsächlich so ein bisschen. Na? Und deswegen greife ich dann doch lieber auf die altbewährten Schusswaffen zurück. Ich glaube, das hat jetzt auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ist das jetzt hier? Hupala. Das war jetzt doofe Reihenfolge. Ah, Munition, sehr schön. Und ich wollte mich jetzt auch mit dem Looten ein bisschen sputen. Einfach, damit sich das zum einen nicht so lange hinzieht. Ja klar, verrottendes Fleisch. Und zum zweiten aber auch, ist mir jetzt beim letzten Mal ja passiert, dass einfach die Zombies auch weggedroppt sind und ich den ganzen geilen Loot verpasst habe und das will ich nicht wieder haben. Deswegen ein bisschen schneller looten das Ganze. Oh, schon wieder verpasst. Erst reingucken, dann kaputt schlagen. So, die hier bringt aber nichts. Die können wir gleich. Das können wir gleich kommen. Einfach zerlegen, weil das bringt mir alles nichts, dass ich den Kram am Mann habe. Auch einen Baumwollsamen muss ich nicht dabei haben. Pflanzenfasern nicht. Die zwei Federn erstmal nicht. Und dann looten wir lieber weiter. Ich werde hier wahrscheinlich in diesem Gewirr. Ja, Gewitter, du kannst gerne aufhören. Ich weiß, dass Horde war. Ich war dabei. Ich werde hier leider wahrscheinlich nicht. Oh. Ja, sehr cool. Das bringt gut Geld. Ich werde hier wahrscheinlich leider nicht alle Zombie-Leichen finden. Das ist, ist ja nun mal leider hier so. Jetzt mal bitte. Dankeschön. Geschmiedetes Eisen. Kleber. Sehr schön. Militärhelm, wo auch immer ich den herb. War ich hier nicht gerade schon? Das ist halt eben einfach die Unübersichtlichkeit hier. Also das mit dem Licht hat ein bisschen was gebracht. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt super gut gesehen habe, muss ich sagen. Aber es war schon besser als beim letzten Mal. Also die Höhe ist auf jeden Fall besser. So wie sie da jetzt hingen. Ach, die Glasscheibe, die kann ich eigentlich auch gleich rausschmeißen. Also quasi jetzt. Die Shorts kann ich zerlegen, die Schuhe nehme ich mit. Warum habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Den wollte ich doch kaputt schlagen hier. Da kann ich das zerlegen. Zerlegen. Scrap-Schlange ist voll. Dann ist das so. Komm. Was soll ich denn mit den ganzen T-Shirts? Das wird zerlegt. Na, na. Oh. Nichts dabei zu haben ist immer gut. Wobei, guten Loot hätte ich auch kein Problem mit. Hier sowas. Raketenwerferlauf und so. Leeres Glas könnte ich damit noch am Mann haben dann, aber nee. Komm, lass mal hier liegen. Zerlegen, zerlegen. Das scheint ein Dicker gewesen zu sein. Na.
Schöne Schrotflinte. Schön, schön, schön. Die nehme ich doch lieber mit als das Dingens hier und Schrotflintenteile. Ja gut, nee, wir machen das jetzt anders, bevor das jetzt wieder zu so einer Zerlegeorgie ausartet. Es wäre zwar noch einiges Zeug dabei gewesen, bestimmt, was noch hätte stacken können, aber man weiß das ja nie so genau und deswegen haue ich das jetzt hier einfach alles zurück. Oh, ist das heute träge hier. So. Den Kram hier unten, sehr schön. Weiter geht's. Huch. Da wäre ich ja beinahe wieder schnurstracks mitten reingerannt. Ich hätte gerne lange Beine, dass man sich so lange Beine machen kann, um... Da war ich auch noch nicht dran. Da seht ihr mal, wie viele Leichen ich hier übersehe. Nur dadurch, dass es hier normales Terrain ist. Wo sind denn die ganzen... Alter, die ganzen Leichen, die ich schon gelootet hatte. Naja, ist ein Vogelnest. Ah, hier. Sehr schön. Da habe ich dann das Holz auch wieder. Nochmal Turnschuhe. Die bringen wenigstens, die kann man wirklich auch ganz gut verkaufen, die Dinger. Ein schicker Minibike-Lenker. Und überall immer das Gras im Weg, was einen das Looten erschwert. Yay, Dosen. Noch mehr Dosen. Nägel und Knochen, glaube ich, waren das. Was auch immer da passiert ist. Schade, ich dachte, ich hätte Erde am Mann gehabt, dann hätte ich das Loch auffüllen können, aber so. Alter, dass man durch dieses Gras nicht hindurch looten kann, weil das einem jegliche, in Anführungsstrichen, Sicht verstellt, das ist schon faszinierend. Wenn ich mal wüsste, wie lange so die Zombies sich so halten hier, dass ich wüsste, wie lange ich hier rumlooten kann, wisst ihr? Ein Cotton, also weißt du. Gibt es jetzt hier sonst noch irgendwas, das kann zerlegt werden? Dann haben wir wieder Stoff am Mann. Die roten Hosen. Und auch das Cappy bringt nicht viel. Komm, die zerlegen wir. Die Nägel. Die Dosen. Echt, wie viele man hier einfach übersieht, weil man in die falsche Richtung guckt oder weil da Gestrüpp davor ist oder sowas. Faszinierend. Ich weiß zwar nicht, ob ich schon eine lila Range habe, aber eine blaue Range ist ja auch nicht mal schlecht, ne? Was zum Verkaufen oder Scrappen. Hier oben liegt noch jemand rum. Wohin bin ich denn hier raufgelaufen? Weiß ich gar nicht mehr. Komm. Schad nix. Brauchen wir nicht. Können wir weghauen. Und hier hinten? Vorne liegt auf jeden Fall noch jemand rum. Hat aber nichts dabei. Oh, hier ist noch wer. Ah, das können wir auch zerlegen.
Ah, ich habe keine Frames dabei, ne? Aber ich habe Holz. 27 Holz. Rezepte hätte ich gerne hier. Holzrahmen. So. Und dann machen wir es ganz einfach. Ne, keine Heilbandage, sondern... Du sollst bitte einfach nur da... Dankeschön. Sieht hier jetzt erstmal soweit sauber aus. Dann geht's mal weiter nach hier vorne. Ah. Ein bisschen weiter nach hier hinten. Einfach auch ne, wegen des Berges hier, weil ich ja hier auch ein bisschen hochgelaufen bin. Habe ich sie tatsächlich alle mitgekriegt oder kann ich sie auf die Entfernung einfach nur nicht sehen? Huch, das war aber knapp. Oder sind sie mittlerweile schon alle wieder weggeploppt? Bin ich so langsam im Looten oder so langsam im Looten oder was ist da los? Oder waren das wirklich alles Leichen, die ich, also habe ich alle erwischt, die ich erwischen konnte? Yeah. Hallo, hier drüben. Hier bin ich, liebe Wanderhorde. Nicht da reinlaufen. Kommt zu mir. Mietz. Das muss doch nicht sein, dass er hier meine ganzen Stacheln kaputt macht. Ich habe nur darauf gewartet eigentlich. Oh, toll, jetzt regnet das auch noch. Und die haben jetzt natürlich wieder Kram dabei, mit dem ich gerade nichts anfangen kann. Ne? Doch, das kann ich zerlegen hier. Na. Ja, Wanderhorde haben wir dann auch erledigt. Wie schön. Ja, ich kann auch noch die... Ach komm. Jetzt muss ich das ja so machen, sonst verschwindet das Ding. Ich habe ja noch die... Fasern. Die Pflanzenfasern in der Tasche. Die kann ich ja noch... wegschmeißen. Da habe ich aber dann noch... Was bist du denn? Weißes Muskelshirt? Wo ist das denn weiß? Das sieht merkwürdig aus. Das möchte ich gerne mitnehmen. Ja, dafür bleibt dann noch mal eine Glasscheibe hier. Das ist halt so. So, nee, das ja, ist wieder ein bisschen Kleinkram hier vorne noch. Nee, das hätte ich auch schon ganz gerne.
Wie viele Tonschuhe da rausgekommen sind, ist echt überragend, muss ich sagen. Nee, die Axt hätte ich schon gerne auch wieder. Die hätte ich gerne mal zusammensetzen. Entladen. Salat hätte ich dann gerne auch mit den beiden gemacht hier. Sehr schön. So. Achso, der hat glaube ich auch noch irgendwie Munition, also Hülsen dabei gehabt. Ja, es ist mir bewusst, dass ich gerade friere. Wo sind denn jetzt hier die restlichen Leichen noch? Hier waren auch noch welche hier. Warum hatte ich den einen dann nicht weggehackt gerade? So, hier vorne wollte ich nochmal eben in die Höhe gucken. Hier bin ich ja auch nochmal ein bisschen lang gerannt. Dem Minibike geht es scheinbar gut. Was ist denn jetzt? Leider unter Unterkühlung. Minus 7 Grad. Ja, da musst du jetzt gerade mal durch mit der Unterkühlung. Willst du mal bitte jetzt hier noch ein Dingens draufsetzen? Dankeschön. Also entweder, also es gibt ja nur, Gott sei Dank, endlich habe ich nochmal eine Leiche gesehen. Ich dachte schon, ich sehe die von da oben nicht mehr. Ich wollte nämlich gerade sagen, entweder habe ich sie tatsächlich wirklich alle erwischt, was ein Ding der Unmöglichkeit gewesen ist. Oder sie sind mittlerweile schon weggeploppt und ich kann da lange suchen. Oder ich bin einfach blind. So, scheint aber alles soweit ganz gut. Was schön. Ja, ist dann auch schon wieder sauber hier, bis auf die eine Leiche, die da noch drin liegt. Hier liegt ja noch was rum. Gut, dann ja, machen wir das jetzt einfach mal so. Die Kiste hier oben, glaube ich, brauche ich nicht. Dankeschön. Hier nehmen wir mal mit, was geht. Und dann gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, zählt das hier eigentlich als drin? Scheinbar, weil mir wird wärmer. Jetzt müssen wir wieder kälter werden. Jetzt müssen wir eigentlich wieder wärmer werden. So, was haben wir denn hier? Fulminantes, was ich gleich zum Verkaufen stecken kann. Militärhelm, der geht weg. Diese 500 Paar Schuhe hier, die muss ich zwar alle noch reparieren, ich weiß, aber wie schön ist schon mal alles weggeballert. Das hätte ich auch unten lassen können. Das Militärding geht weg. Ist hier noch irgendwas Tolles drin? Nee, dann geht die Knarre nämlich auch weg. Die Hose ziehen wir jetzt einfach mal kurz an, weil mir ja gerade so kalt ist. Dann habe ich Abfall. Das war es da, glaube ich, auch schon. Die ist cool. Waffen, die behalte ich nämlich auch. Die ist nämlich auch besser als die, die ich habe. So. Weil hier sind ja... Oh, guck mal hier. Da kann ich zwei draus machen. Geil. So, die Schrotflinte bleibt auch erstmal hier oben. Munition. Kommt das hin, dieses hin und welches hin? Oh,
ich habe doch viel verballert. Meine Fresse. So, dann tun wir nochmal wieder was für die Wellness. Und mampfen hier mal so ein bisschen Maisbrot. Währenddessen kann ich persönlich auch mal... Das dauert aber. Aber wenigstens wird mir dabei jetzt gerade ein bisschen warm. Es liegt wahrscheinlich auch in einer langen Hose. Aber dafür, dass das 0,4 Prozentpunkte Wohlbefinden bringt, muss ich da ganz schön, Entschuldigung, ganz schön viel von essen. Und irgendwie tut sich nichts an meiner Wellness. Komm, und da hauen wir jetzt, zack, einen Wildbrettopf oben drauf. Und kriege ich wenigstens wieder 2 Punkte dazu. Dein Herz, deine Seele und der Rest von dir fühlen sich irgendwas. Das ist doch schön, dass die sich irgendwas fühlen. Hier ist auch noch was Rindfleisch gewesen. Das war Lammgedöns. Jetzt so. Nee, für da habe ich gar nichts. Warum gucke ich denn da rein? Das kann auch mit in den Verkauf. Schmerzmittel. Dann haben wir hier oben noch die Tralala-Kiste. Materialien. Da ballern wir einfach den Holz, das Holz rein. So. Mal wieder nach unten. Türe auf. Ein Blick nach oben genügt. Gott, wir kriegen das immer noch nicht alles mit. Ist hier noch irgendwas? Hieraus könnte ich zum Beispiel noch ein Klebeband machen. Und da habe ich wenigstens eine Sache mehr mitnehmen können. Ja, hier kann ich wieder was zum Einschmelzen reinpacken. Weil bringen die irgendwas finanztechnisch? Nö, vergiss es. Noch irgendwas zum Einschmelzen? Nö. In Werkzeugkiste kommt jetzt einfach mal diese Hoe rein, weil die ist besser als diese hier. Abfall. Materialien. Was wäre dann hier so drin? Sowas zum Beispiel. Oh, das tun wir da auch mal mit rein. Kleidung, Lederstoff. Das ominöse weiße Muskelshirt, das eigentlich gar keins ist. Der Footballhelm wird mit geschmiedetem Eisen, gut, dass ich welches da habe, repariert. Und bam, bringt er gut Geld. Sehr schön. Achso, die Fasern kann ich hier noch reintun. Kettensägenblatt. Waffenteile. Dick, dick, dick. Wobei, die behalte ich erstmal nochmal am... Ich will nicht mal sagen am Mann, aber die behalte ich erstmal nochmal in der Tasche. So, das kommt hier rein. Das Dosengefraß auch. Sehr schön. 4-mal schimmeliges Brot. Was kann ich daraus eigentlich machen? Rezepte mit Potassium und trübem Wasser. Also 1:1 trübem Wasser und Nitrat kann ich mir da Antibiotika herstellen. Das heißt, hiervon kann ich über 50 Antibiotika herstellen, wenn es denn die... Wenn es denn sein muss, quasi. So. Hier oben ist nochmal Verkauf. Ja, dann behalte ich doch meinen Schraubenschlüssel lieber. Das geht weg. Das geht weg. Also im Sinne von, das muss noch alles raus aus der Tasche. Hier
Das Gesöff und Schmerzmittel. Komm, den wehren wir gleich mal. Und dann kann ich den Schraubenschlüssel auch hier unten reintun. Hier ist kein Messing drin. Das ist nämlich hier drin. Da müsste eigentlich jetzt schon bald dann was, ja, zack, verschwunden sein. Sehr schön. Blei ist hier nicht drin. Oder habe ich es einfach nur alles rausgezogen? Ich weiß es gar nicht. Nee, Blei ist hier drin. So, und dann machen wir doch hier nochmal. Ah. Davon ein bisschen was. Für hier habe ich dann. Achso, guck mal. Da sind ja auch nochmal welche. Werdet ihr mal verschwinden, weil dann könnt ihr nämlich hier mit weitermachen. Sehr schön. Und sehr schön. Läuft. Dann kann ich doch hier noch in diese Autoteile-Zubehörkiste dieses lustige... Guck mal, habe ich schon fast wieder... Könnte ich mit dem Minibike zusammen frickeln. Guck mal an sie da. Werkzeug. Kann die hier erstmal zurück... Aber irgendwie hätte ich, glaube ich, gerne auch so eine... Wartet mal. Das ist ein Dauerwerkzeug, das ist ein Dauerwerkzeug und das ist ein Dauerwerkzeug. Also im Sinne von... Benutze ich immer wieder und häufig. Schaufel habe ich unten. Achso, ich hatte ja noch irgendwo... Ach, das habe ich, glaube ich... Weiß nicht, ob ich da noch ein besseres hatte. Weil dann kommt das nämlich einfach jetzt auch... Vorwärts würde ich gerne gehen. Kommt das nämlich jetzt hier mit in den Nachttisch. Dann kann ich nämlich die wirkliche Werkzeugkiste einfach sortieren lassen. Ne? Und dann ist gut. Fertig, aus. Mickey Maus. Den Pinsel lasse ich da jetzt mal drin. Und dann ist das so. Haben wir hier nämlich noch das geschmiedete Dingsbums. Und in Munition kommt dann noch a little bit of paper. So. Habe ich denn noch rüstungstechnisch eigentlich irgendwie sowas, was ich anhabe? Ich glaube gerade nämlich nicht. Doch hier. Heavy Bandit, aber dann glaube ich doch lieber die hier oben. Das T-Shirt muss ich reparieren. Das hier. Die Hose ist ja sowieso... Naja. Zerlegen. So. Dann gucke ich doch mal eben Kombinationen. Technisch. Nee. Jedes Mal gucke ich in den Dingens rein. Mit was repariere ich die? Mit geschmiedetem Eisen. Na, umso besser. Dann kann ich die doch einfach eben reparieren und dann ist gut. Die hier also reparieren, das Ding zurückpacken und dann gucken, bei wie viel ich hier landet. Ja, ist so gut wie repariert. Das ist doch... Where? Repair. Where? Fertig, aus. So, Munition, dann müsste ich da für die nächste Horde einfach noch mal ein bisschen mehr von herstellen. Was hatte ich jetzt noch im Stoff? Das eine blöde Stoffdings, ne? Ist klar. So, dann würde ich sagen, lesen wir noch mal eben die Schatzkarte hier. Was auch immer das war. Ja, Cloud. Akzeptieren wir mal. Und wo verbirgt er sich? Wo ist er denn? Ach, gucken wir einfach hier rein. Nee. Quests. Schatz. Bitte auf Karte zeigen. Ach, da hinten. Sehr schön. Schneller Wegpunkt. Und dann wissen wir ja auch, wo wir das nächste Mal hinfahren. Einfach da oben hin. Und dann
Ja, würde ich auch mal sagen, machen wir uns auf den Weg in die andere Stadt und gucken uns das Krankenhaus an, weil das wollte ich eigentlich gerne noch gemacht haben. Aber für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.